Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Und zwar war dieses Video ganz schön gewünscht. Ich habe nämlich vor längerer Zeit schon mal ein Fragen- und Antwort-Video über Schloss Einstein, Gastfamilie und Gastschule gemacht. Und das werde ich heute wieder machen. Ihr habt mir ganz viele Fragen geschickt. Und wir legen jetzt einfach mal los. Zum Einstieg nehmen wir mal die Frage, hast du Schloss Einstein schon früher verfolgt? Ja, ich habe es schon früher verfolgt. Ich habe es auch selber sehr gerne geguckt. Vor allem am aktivsten habe ich es geguckt, wo gerade so Pippi und Konstanze und so dabei waren. Da habe ich es am aktivsten geguckt, aber ich habe dann nochmal, wo ich schon beim ersten Casting war, habe ich nochmal die ganzen anderen Staffeln zur Vorbereitung und so mit angeguckt, damit ich die Rollen so ein bisschen kenne und genau weiß, worum es gerade ungefähr geht und wie denn so die aktuelle Staffel war. Und da habe ich mir alles nochmal angeguckt. Also ich habe eigentlich ab da, wo Pippi und Konstanze waren, alles geguckt bis jetzt. Inklusive der neuen Staffel natürlich auch. Zu wie viel Prozent kannst du dich mit Sibel in die identifizieren. Zu wie viel Prozent kannst du dich mit Sibel identifizieren? Also, ja, teilweise. Also ich würde schon sagen, dass sie manche Dinge genauso sieht wie ich und auch in manchen Situationen genauso handelt wie ich. Aber es gibt halt auch Situationen, da würde ich ganz anders handeln als sie oder sie würde ganz anders handeln als ich, wie man es jetzt auch immer sagen will. Aber ich finde es auf jeden Fall nice, dass sie so ihr Ding immer durchzieht und dass sie auch so schon selbstbewusst ist und weiß, was sie will. Ich glaube, was wir so gleich haben, ist, dass wir halt so eigenständig sein wollen und vor allem auch so über uns bestimmen wollen und auch nicht das Gefühl haben, dass jemand auf uns aufpassen muss. Ich glaube, da kann ich mich in der Stelle sehr gut mit ihr identifizieren. Oh, ich habe es hinbekommen, das Wort auszusprechen, Leute. Ja, aber es gibt halt auch so Gebiete. Ich glaube, du meinst keine Gebiete, ich glaube, du meinst Bereiche. Macht mehr Sinn. Da würde ich halt einfach ganz anders reagieren. Also ich würde sagen, ein bisschen schon, aber nicht immer. Welche Staffel hat dir am meisten Spaß zum Drehen gemacht? Okay, das ist eine ziemlich schwere Frage. Ich muss auch gerade kurz drüber nachdenken. Aber ich würde sagen, man kann das nicht so genau einteilen, weil jede Staffel auf ihre Weise besonders war und anders war. Also es ist ja jedes Jahr ein kleines bisschen anders, weil ja auch immer ein paar neue Leute kommen. Und jede Staffel hat so was Besonderes und so eine neue Herausforderung, auch von meiner Story her, so eine neue schauspielerische Herausforderung. Deswegen kann ich nicht sagen, so die Staffel hat mir am meisten Spaß gemacht, weil halt irgendwie alle sowas haben und alle Spaß gemacht haben und man sie einfach nicht miteinander vergleichen kann, weil sie ja trotzdem unterschiedlich waren. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Wie lange ging der Dreh? Also 5 Monate geht der Dreh eigentlich so im Durchschnitt. Die anderen Jahre war es immer schon ein bisschen eher zu Ende. Da war es schon Ende Oktober so zu Ende mit Drehen. Dieses Jahr haben wir ein bisschen, also jetzt für die Staffel, die gerade ausgestrahlt wird, haben wir ein bisschen später angefangen zu drehen wegen Corona. Und da ging es bis in den November hinein. Aber es waren 5 Monate. Texte lernen, so zeitig wie möglich versus in letzter Sekunde. Also ich würde nie sagen, dass ich es wirklich in ganz letzter Sekunde lerne. Es kann aber schon sein, manchmal, dass wenn ich abends eine Szene habe und ich weiß, ich habe in der Szene nicht so viel Text. Das ist zum Beispiel eine Gruppenszene, da hat man ja meist nicht ganz so viel Text. Dann lerne ich das halt am Morgen davor oder am Vormittag davor so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es ist eine bisschen emotional schwerere Szene und vielleicht auch nur ein Dialog, wo man ja generell, also ein Dialog ist, wenn man halt nur mit einem weiteren Schauspielpartner halt spielt, dann weiß man ja, dass man da automatisch ein bisschen mehr Text hat und gerade wenn auch die Szene so ein bisschen emotionaler, schwerer ist und man sich nicht nur auf den Text konzentrieren will, sondern halt auch so auf den Ausdruck und das Schauspielerische, dann fange ich halt wirklich schon eher an, das zu lernen und mir das anzugucken. Und ich gucke halt dann immer nach den Drehtagen, so wann ich welche Szene drehe, drehe ich an dem Tag ein bisschen eine mit mehr Text oder eine mit weniger Text und so viel eher lerne ich dann halt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich so ganz auf letzte Sekunde lerne. Wie oft kannst du während der Drehzeit nach Hause fahren? Also eigentlich kann man, wenn man Bescheid sagt, immer nach Hause fahren, wenn man halt an dem Tag nicht dreht. Aber man muss halt Bescheid sagen, weil es kann ja auch mal passieren, dass jemand krank ist und dann die Szenen ein bisschen verschoben werden und man zum Beispiel doch spontan dreht. Aber eigentlich bin ich fast jedes Wochenende nach Hause gefahren, so wie es sich halt lohnt. Wenn ich halt zum Beispiel Freitag noch ganz spät bis abends drehe und dann erst Samstag früh oder so nach Hause fahren kann und Sonntag schon wieder zurück, dann lohnt es sich nicht so ganz. Aber wenn ich zum Beispiel Freitag jetzt nicht drehe und direkt nach der Schule, keine Ahnung, 14 Uhr, nach Hause fahren kann, dann lohnt es sich halt schon, weil ich dann den ganzen Freitagabend noch zu Hause habe, den ganzen Samstag und Sonntag dann halt noch so bis Nachmittag.
da bin ich nach Hause gefahren. Ich glaube, das längste, dass ich nicht nach Hause gefahren bin, waren 4 Wochenenden hintereinander. Aber sonst bin ich eigentlich immer so alle 2 Wochen, manchmal auch Wochenenden hintereinander, es kam immer drauf an, nach Hause gefahren. Und halt auch teilweise in den Ferien, weil da musste ich halt ja nicht zur Schule gehen. Und wenn ich da zum Beispiel halt jetzt mal 4 Tage in Folge nicht gedreht habe, habe ich der Produktion Bescheid gesagt und bin dann nach Hause gefahren für die 4 Tage. Hast du noch viel Kontakt mit den Darstellern? Ich würde schon sagen, dass ich mit fast allen noch Kontakt habe. Klar hat man mit ein paar mehr Kontakt, mit ein paar weniger Kontakt. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber mit fast allen noch Kontakt, weil es halt immer alle so familiär sind und uns halt alle wirklich gut verstehen. Magst du Pavel Noel? Klar. Bist du mit den anderen gut zurechtgekommen? Bist du mit manchen noch befreundet? Ich glaube, das habe ich auch gerade schon so in der Frage mit, ob ich Kontakt habe, noch gesagt. Ja, wir sind alle sehr, sehr gut miteinander zurechtgekommen. Und wir sind eigentlich alle untereinander befreundet. Wie war es für dich, den ersten Filmkuss zu haben? Also ich muss sagen, dass ich da echt gechillt rangegangen bin und dass es für mich eigentlich auch null schlimm war. Im Nachhinein verstehe ich das nicht so ganz, weil den ersten hatte ich, da war ich 14 und das ist schon noch ziemlich jung. Aber ich glaube, es lag einfach daran, weil ich und Noel, also Pavel, uns sehr gut verstanden haben und es dadurch halt auch eine super lockere und coole Atmosphäre war und gar nicht unangenehm oder so. Und ich glaube, daran lag es, aber für mich war es halt nur schlimm. Wie gesagt, ich verstehe es im Nachhinein nicht ganz, weil ich war 14. Für mich war das halt so voll normal, dass es halt so zum Schauspiel dazugehört und ja. You got telephone. Oh Leute, ich bin halt so gut gelaunt. Ich weiß auch nicht, was los ist. Heute ist ein richtig nicer Tag. Ich bin richtig gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, euch geht's auch gut. Ich hoffe es. Empfiehlst du sich zu bewerben, wenn man nur Erfahrungen vom Schultheater hat? Klar, ich hatte vorher auch noch nicht krasse Schauspielerfahrungen. Ich war in meiner Theater-AG auf meiner Schule. Gut, ich habe im Opernhaus ein bisschen Ballett getanzt und da haben wir halt nebenbei auch Schauspiel und so ein bisschen mitgemacht, Mimik und Gestik. Aber so richtig krasse Schauspielerfahrungen hatte ich davon nicht. Ich habe halt schon als Kind jede Rolle gefühlt nachgespielt und wollte immer alles sein. Also Schneewittchen, Vicky, Yakari, ich war alles. Rapunzel war ich auch. Ich glaube, meine Mutter fand es am coolsten, als ich Aschenputtel sein wollte. Da wollte ich nämlich alles sauber machen. Sie sollte mir eine Liste geben mit Dingen, die ich sauber machen und aufräumen soll. Leute, fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber ich wollte auf jeden Fall früher schon alles nachspielen. Aber wie gesagt, es lohnt sich, weil ich war auch nur in der Schultheater-AG und im Opernhaus. Wie war es für dich, in eine andere Stadt zu ziehen? Richtig cool. Aber ich muss ehrlich dazu auch sagen, ich bin kein Mensch, der schnell Heimweh hat. Also ich liebe mein Zuhause wirklich, aber ich habe nicht schnell Heimweh. Ich war auch immer bei Klassenfahrten, viele hatten Heimweh. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Ich liebe es ja auch in Urlaub oder wegzufliegen oder generell. Ich habe halt einfach nicht so, ich kenne das Gefühl von Heimweh gar nicht. Deswegen war es für mich richtig cool, weil ich einfach mal neue Leute kennengelernt habe, eine neue Stadt kennengelernt habe, generell in meiner Stadt gewohnt habe, weil ich lebe ja hier auf dem Dorf. Auf dem Dorfdorf. Und ja. Ich fand's richtig cool. Da gehen die Daumen nach oben. Warum mache ich immer so? Guckst du immer noch die Folgen, wo du mitgespielt hast bei SE? Bist meine Lieblingsschauspielerin. Danke. Ja, ich gucke die Folgen selber auch mit meiner Fam, mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und ja, und danke. Kuss. Hast du neue Erfahrungen gesammelt durch SE? Auf jeden Fall ganz, ganz viele. Also ich würde sagen, dass ich schneller selbstständig geworden bin. Dadurch, dass ich halt schon mit 14 das erste Mal in einer fremden Stadt, neue Schule, wo ich komplett niemanden kannte und die Dreherfahrungen und so hatte. Ich würde schon sagen, dass ich dadurch schneller selbstständig geworden bin. Aber klar, ich habe voll viele neue Erfahrungen gesammelt. Allein in einem Jahr war ich auf 3 verschiedenen Schulen. Ich war bei einer Gastfamilie. Das ist ja auch sowas ganz Neues. Und ja, ich habe auch Filmerfahrungen gesammelt. Also ich habe auf jeden Fall ganz viele neue Erfahrungen gesammelt. Würdest du dich nochmal bewerben, auch wenn du es nicht geschafft hast? Ja, auf jeden Fall. Weil ich bin mir auch ganz sicher, dass ich mich nochmal beworben hätte, weil, wo wir bei dem Casting waren, ich habe ja nie damit gerechnet, dass ich genommen werde. Also wirklich nicht. Ich fand das cool, dass ich mal dort bin, dass ich das alles mal sehe. Und ich wollte natürlich auch genommen werden, aber ich habe halt nicht damit gerechnet. Und ich meine so auf der Rückfahrt zu meinem Dad so, oh mein Gott. Das Casting hat so viel Spaß gemacht, Papa. Wenn das nicht klappt, will ich mich trotzdem nächstes Jahr nochmal bewerben. Allein, weil das Casting so viel Spaß gemacht hat. Also ja, ich hätte mich nochmal beworben. Es heißt ja auch nicht, dass wenn du nicht genommen wirst, du schlecht bist. Das heißt halt einfach, dass dein Typ nicht gesucht wird, dass du gerade nicht reinpasst. Aber es heißt auf keinen Fall, dass du irgendwie schlecht spielst oder nicht schauspielern kannst. Also versuch auf jeden Fall nochmal, weil ich hätte es auf jeden Fall auch nochmal versucht. Übrigens,
nur mal ganz kurz als Motivation. Schloss Einstein war nicht das erste, wo ich mich beworben habe. Ich habe mich auch schon bei anderen Dingen beworben und wurde da nicht genommen. Und habe trotzdem weitergemacht, weil es halt mein Traum ist. Also wenn ihr das wirklich wollt, dann bewerbt euch zweimal oder nochmal, wenn ihr halt mal nicht genommen wurdet. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch ganz viele andere Fragen. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal einen Teil dazu mache, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr generell irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe euch ganz doll lieb. Kussi und tschüss!